Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video soll es um mein bisher größtes Einzelinvestment gehen, das ich bisher jemals getätigt habe. 4.400 Euro sind da geflossen. Ob das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt natürlich an. Möchte ich euch an der Stelle vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Es hat, es geht um Scooter. Ja, nicht um die Autoscooter geht's, auch nicht um normale Tretroller, es geht um E-Scooter. Das wird schon dem einen oder anderen, denke ich mal, ein Begriff sein, der in einer größeren Stadt öfter mal vorbeigeht oder auch dort wohnt. Der kennt diese E-Scooter, die man sich dann per App freischalten kann, mit dem man dann durch die Stadt cruisen kann. Werden dann minütlich quasi abgerechnet, hat man dann eine App, da entsperrt man den entsprechenden Roller und da geht's dann auch schon los. So, das Ganze ist allerdings nicht in Deutschland angesiedelt. Wir bewegen uns hier in drei Ländern. Das ist der skandinavische Bereich, also Norwegen, Finnland und Schweden. Genau. Und ja, die Plattform, um die es in dem Fall jetzt geht in diesem Video, das ist bullride.com. Über diese Plattform habe ich jetzt 4 E-Scooter erworben. Jeweils 1.100 Euro werden da pro Scooter fällig. Und meine 4 Roller, die werden jetzt in Schweden entsprechend eingesetzt. Dauert allerdings noch ein bisschen, also geplanter Start auf den Straßen Schwedens ist der 13.07. in meinem Fall. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen gedulden, wie das Ganze wirklich funktioniert. Bisher gab es nur Norwegen und Finnland, wo sie aktiv waren. Das ist jetzt anscheinend der erste Schritt in Richtung Schweden. Da wurden jetzt in einer Finanzierungsrunde 300 Roller angeboten. Und Leute, das glaubt ihr nicht, ja? Die Nachfrage ist riesig. Diese 300 Roller, ich meine, das sind immerhin 330.000 Euro, die wurden in 18 Minuten, nicht Stunden, in 18 Minuten finanziert. Das war ein Andrang, wie sonst bei irgendwelchen Megastars, wenn die irgendwelche Konzerttickets limitiert haben mit Meet and Greet und solche Geschichten. Also dass da kein Timer auf der Seite runtergelaufen ist, bitte in 5 Minuten alles fertig machen, sonst sind die Roller weg. Das war schon holla die Waldfee. Ja, hat also richtig funktioniert. Die Nachfrage ist aktuell da. Natürlich auch, weil die Aussage von Bullride ist, wir wollen hier 30% Verzinsung quasi haben. Ne? Jo. Das ist dann schon mal ganz ordentlich. Scooterpreis, wie gesagt, 1.100 Euro. Ich vermute mal Tendenz in naher Zukunft steigend. Frachtkosten etc. Das ist einfach ein Faktor. Das wird sich, denke ich, auch auf die Kaufpreise der E-Scooter in naher Zukunft auswirken. Das ist ganz klar. Und vor allen Dingen diese 30% Verzinsung ist nämlich hoch attraktiv. Allerdings auch, und jetzt geht es gleich schon eigentlich so an die letzten Themen, die man sich da eigentlich stellen muss, ob denn überhaupt so ein Geschäftsmodell interessant ist, Versteuerung, das ist ja so den Deutschen liebstes Thema, Versteuerung ist hier einfach nicht die ganz normale Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer, hier wird vermutlich, ich bin kein Steuerberater, also ne, das alles unter Vorbehalt, klärt das entsprechend nochmal ab mit eurem Steuerberater, wird es vermutlich mit eurem persönlichen Steuersatz die Einnahmen versteuert, könnt das Ganze natürlich auch abschreiben, natürlich. Und da gehen wir auch gleich schon weiter über die Abschreibung. Diese Roller sollen laut Prognose von Bullride 3 Jahre im Einsatz sein, also 3 Saisons. Jetzt muss man dazu sagen, das sind keine 3 vollen Jahre. Also doch schon, aber die sind nicht 12 Monate im Jahr im Einsatz. Skandinavien ist auch klar, die haben ein bisschen längeren Winter, ein bisschen strengeren oder deutlich strengeren Winter, als wir das hier in Deutschland kennen. Ergo ist da die Saison relativ kompakt gehalten. Sag mal so 6-7 Monate sind die da effektiv unterwegs. Natürlich im Sommer hochfrequentiert, ganz klar. Und vielleicht, wenn die Wetterbedingungen irgendwann nicht mehr so passen, wird es natürlich ein bisschen ausgedünnt, wird auch die Nutzung ein bisschen zurückgehen. Aber es ist eben nicht so, dass die Tag und Nacht beziehungsweise bei jeder Wetterlage im Endeffekt draußen sind, weil das wird ja zu entsprechend höheren Schäden führen. So ist man mit 3 Jahren insgesamt dabei. Natürlich, wie gesagt, nicht rund um die Uhr. Im Winter werden die dann wiederum eingelagert und kommen erst wieder zur nächsten Saison raus. Ne? So, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Vielleicht mal ganz grob erstmal nochmal so eine kleine Vorstellung auch. Die sind gestartet im Juli 2021 mit Bullride.
mit 7 Investoren. Jetzt sind wir Stand 28.04. bei 272 Investoren, die jetzt aktuell bereits Roller besitzen, beziehungsweise oder halt auch bestellt haben. Ja, Start war damals in Norwegen, in zwei Städten hat man da angefangen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da gibt es doch schon einige große Player, Tier natürlich, Bolt ist das glaube ich auch. Also da bin ich nicht ganz so in der Materie drin im Markt, könnt ihr euch natürlich raussuchen. Es gibt so 3, 4 große Player, die da auch entsprechend ordentlich Kapital, ja, die durchfinanziert wurden. Die haben genug Kapital in der Hinterhand und brauchen über diesen Weg nicht zu gehen, wie es jetzt eben Bullride macht. Vorteil sehe ich natürlich aber auch, wenn ihr ja nicht unbedingt auf jeden Euro schauen müsst, kann ich mir durchaus vorstellen, das wäre jetzt ein Problem für, wenn ich jetzt woanders investieren würde, ist das natürlich ein Problem für den Investor, denn gerade bei so großen Flotten, die dann irgendwo zwar laufen und auch meinetwegen profitabel sind, ist es natürlich nicht unbedingt die Hauptprio bei diesen ganz großen Anbietern, weil auch nicht der Druck vielleicht so da ist, entsprechend möglichst effizient da reinzugehen. Sprich, die haben dann so ein Gießkannenprinzip, hauen da überall mal an die vermeintlichen Hotspots entsprechend einige Scooter hin und hoffen natürlich, dass die dann möglichst gut genutzt werden. Kann eben dann aber auch sein, dass die vielleicht nicht so oft repositioniert werden, also sprich, wenn die irgendwo ganz am Stadtrand stehen, wo vermutlich keiner mehr eine neue Fahrt startet, dass es dann einfach ja, Tage dauert, bis der dann, ach ja, den müsste man mal einsammeln, müsste man vielleicht mal nochmal einen Hauptbahnhof an die Universität oder sonstiges hinstellen, Stadtzentrum, wo sie denn tendenziell wieder stärker ja, genutzt werden. Das versucht Bullride entsprechend oder beziehungsweise die Eigenmarken dahinter, auch da nochmal ein Querverweis, die Eigenmarken, wie gesagt, wir haben drei Länder, wir haben Norwegen, Finnland und Schweden. Schweden ist jetzt die Eigenmarke Swift. Dann haben wir noch Swoop und Byspark. Byspark ist in Norwegen und Swoop ist in Finnland. Die sollen auch später nochmal voneinander richtig getrennt werden, dass da auch alles schön sauber getrennt ist, dass es da keine Verflechtung in dem Sinn gibt. Ja, die haben natürlich, weil sie auch mit relativ kleinen Flotten arbeiten, natürlich ein hohes Interesse zu gucken, ja, wo ist denn, ja, ein Punkt, wo vermutlich wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine neue Fahrt gestartet wird. Ist das nicht der Fall, ist man da doch stark hinterher, dass man da entsprechend den Scooter wieder versetzt an eine, ja, potenziell bessere, einen besseren Standort. Da sind auch Flottenmanager im Einsatz und auch das finde ich einen interessanten Ansatz. Die haben ja eine Umsatzbeteiligung, also die sind auch wieder daran interessiert, einen möglichst hohen Umsatz zu generieren, ergo natürlich auch nach Kosten natürlich einen entsprechend guten Gewinn, weil sie davon auch mit profitieren und nicht unbedingt nur mit fixen Stundenlöhnen oder ja, mit fixen Aktionspauschalen da arbeiten. Das finde ich also auch sehr, sehr interessant. Wo habe ich denn die ganzen Infos her? Da auch gern der Querverweis zur Community vom Lars Wrobbel. Da gab es mal so ein ja, etwas über zweistündige Q&A-Session, wo dann Bullride und auch der CEO, der Heiko Hildebrand, der übrigens ein Deutscher ist, das ganze Unternehmen so ein bisschen vorstellen konnte und da etliche Fragen klären konnte. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Infos, wie ihr vielleicht so im Internet bisher findet. Kann ich euch einfach mal so mitgeben. Nicht die ganz großen Details, aber so, dass ich sagen kann, jeder kann sich da so ein Bild machen, wo die ganze Geschichte herrührt. So. Ja, was ist denn der Unterschied auch? Jetzt könnte man euch sagen, ja, die ganz Großen, die verdrängen ja dann die Kleinen. Was willst du da nochmal neu in diesen Markt hinein? Das müsstest du dann vermutlich auch über niedrigere Preise und so machen. Sieht auf den ersten Blick natürlich nicht profitabel aus, eben auch, wenn man so eine Aussage trifft, ja, hier 30% Verzinsung. Dann ist es einfach so, städteauswahlmäßig geht man eben nicht in die ganz, ganz großen Metropolen, Stockholm oder so, sondern geht da eher mal in die Vorstädte, auch, ja, natürlich auch keine, ja, Städte mit schlechtem Einkommensniveau. Das sind natürlich junge Städte, wo entsprechend hohe Freizeitaktivitäten vorgehalten werden, wo Nachtleben da ist, wo man auch einfach mal, ja, viele junge Leute natürlich vielleicht auch ohne eigenen PKW, die können dann entsprechend hier sich Roller besorgen, können dann einfach mal, ja, in Anführungszeichen größere Distanzen zurücklegen mit diesen Rollern. So soll es also sein. Also ein junges Publikum sollte da auch da sein. Sind so Städte so um die 100.000 Einwohner plus minus, ne? Also dann nicht so das, was für die
ganz großen Player vielleicht sofort interessant ist. Also hier geht man in die kleineren Städte und auch da ist es nicht so, dass man dann sagen muss, ja, irgendwann kommt hier der ganz große Mitbewerber und verdrängt uns wieder. Es ist nun mal so, dass jede Stadt ein gewisses Kontingent an Gesamtroller überhaupt zulässt. Also zum Beispiel jetzt eine 100.000 Einwohnerstadt. Da sagen die zum Beispiel, wir wollen aber nur maximal 200 Roller in der Stadt haben, übers ganze Stadtgebiet verteilt. Dann ist es auch so, nicht nur dieses Gesamtkontingent ist da entscheidend, sondern auch der Anbieter bekommt nur ein entsprechendes Kontingent zugewiesen. Auch die haben dann nochmal eine Maximalgrenze, zum Beispiel, keine Ahnung, 60, 70, 80 Roller in dem Beispiel, dass dann maximal vielleicht nur noch ein, zwei weitere Konkurrenten überhaupt nochmal koexistieren können in einer Stadt. Ist schon mal ein Plus, beziehungsweise vielleicht wird auch mal das komplette Kontingent ausgeschöpft von Anbieter A, wenn es denn in dem Fall die Jungs von Bullride hier sind, dann ist auch hier das Thema gegessen. Man hat quasi ein bisschen, ja, die Markteintrittsbarriere ist in dem Moment ein bisschen höher. Ne? Also da kann man nicht einfach sagen, da wirst du komplett verdrängt vom Markt, sondern kannst du im besten Fall mit einem Monopol in der Stadt arbeiten, sollten dann mal andere Mitbewerber kommen. Ist ein Oligopol, die teilen sich das dann mit 5, 6 Anbietern maximal und dann da kommt kein neuer mehr rein, weil es eben diese Maximalgrenzen gibt und wenn du da schon mal drin bist, bekommst du die auch so nicht mehr abgenommen. So. Gut, Management, das kann ich jetzt natürlich so nicht unbedingt beurteilen. Ich habe mir nur, wie gesagt, diese Q&A-Session angeguckt, die 2 Stunden. Das hat mich alles sehr, sehr positiv gestimmt. Also das war alles plausibel. Was zum Beispiel positiv war, und auf die Aussage gehe ich zum Beispiel mal ganz kurz ein. Man wartet erst bei, das sind Segway-Roller, die da eingesetzt werden, auf eine Lieferzusage von Seiten von Segways. Und erst dann wird eine Finanzierungsrunde durchgeführt, wo man dann entsprechendes Geld für die Scooter einnimmt. Das geht ja im Moment relativ schnell. Und das ist eine ganz nette Geschichte, denn das war auch die Aussage, der Investor soll eben Bullride hier kein zinsloses Darlehen geben. Bis Zeitraum X. Wir wissen ja, was im Moment mit den Lieferketten los ist, dass man in einem vernünftigen Zeitraum sagen kann, ja, ab 3, 4 Monate später oder so, oder vielleicht auch ein paar Wochen, geht es dann auch wirklich los, dass man weiß, was man da bekommt. Ja, ist investorfreundlich in dem Fall. Finde ich gut. So, was haben wir noch? Einen Zweitmarkt haben wir auf der Webseite auch schon. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und auch so ein Punkt, oder zwei der wichtigsten Punkte, die ich bisher so in Gesprächen mitbekommen habe, wo mich Löder auch mal wieder gefragt haben. Ja, ist ja toll, jetzt hast du da so 4 Roller. Und die 4 Roller gehören mir. Die werden dann entsprechend an Eigenmarken oder auch vielleicht nachher später an Drittanbieter entsprechend vermittelt. Der Scooter ist mein Eigentum, der bleibt auch in meinem Eigentum. Ich bekomme dann quasi wie so eine Art Mieteinnahme oder Leasing, wie man das so sehen will. Ne? Und nach 3 Jahren sind die dann quasi abgeschrieben. Muss man mal gucken, ob man die in Deutschland über 3 Jahre abschreiben kann. Vermutlich ein bisschen länger, 5 bis 7 Jahre vielleicht auch. Beziehungsweise nach 3 Jahren wird man dann im besten Fall eine Bescheinigung bekommen. Ja, der Scooter ist jetzt hier dem Recycling zugeführt, ist vernichtet etc. Dass man da vielleicht auch sagen kann, hier liebes Finanzamt, ne, das Ding ist jetzt null. Das würde also auch heißen, gäbe es jetzt eine Insolvenz von einer Eigenmarke, ist egal. Dann ist der Roller nach wie vor mein Eigentum, hat also mit der Insolvenzmasse dieses Unternehmens nichts zu tun, würde im besten Fall direkt wieder von Bullride einkassiert und würde dem nächsten Anbieter auf dem E-Scooter-Markt zur Verfügung gestellt, sodass da keine großen Ausfälle und vor allen Dingen auch kein Totalverlust möglich wäre. Zweiter Punkt wäre dann natürlich auch, ja klar, irgendeiner schmeißt der da tatsächlich so ein E-Scooter mal ins Meer oder in den Fluss, bleibt ein paar Tage drin liegen, dann ist das Ding natürlich futsch, kannst du nicht mehr gebrauchen und dann hättest du einen Totalverlust, zumindest mal für den einen Roller. Auch das ist nicht gegeben, finde ich auch sehr positiv, denn hier geht man also hin, man fasst mehrere Roller, auch von unterschiedlichen Eigentümern, zu Flotten zusammen, in den Städten, ja keine Ahnung, 70, 80 Roller vielleicht, und die werden dann zu Flotten zusammengeführt, oder sagen wir mal 100, ganz einfaches Beispiel, und dann habe ich zum Beispiel 1 Scooter in dieser Flotte drin, in dieser Stadt, dann bekomme ich einfach 1% der Gesamteinnahmen dieser Flotte für die entsprechenden Tage. Sollte jetzt tatsächlich mein Roller
unwiederbringlich kaputt sein, geklaut worden sein, keine Ahnung. Dann gibt es einfach keine 100% mehr, da gibt es einfach nur 99%, sprich, ja, du verlierst im Endeffekt 1% der Einnahmen, bist also immer wieder mit quasi diesem Einstand, ein Scooter habe ich eingebracht, wirst du trotzdem dann wieder mit 1% der restlichen Einnahmen entsprechend vergütet. Auch da ist dann kein Totalverlust möglich. Ein kleiner Knackpunkt wäre dann nach 3 Jahren Nutzungsdauer, dann schaut man noch einmal tatsächlich mit einer ID, okay, der Roller ist kaputt, der wurde schon defekt zerstört vor, weiß ich nicht, bekommen dann die Meldung, der ist halt wirklich hinüber, denn, nächster Querverweis, ja, was passiert denn nach 3 Jahren mit dem Roller? Sind die denn wirklich alle dann sofort zu, ja, kaputt? Dann haben wir also auch hier 3 Szenarien. Wir haben einmal ein Recycling, sprich Bullride nimmt diesen Scooter, recycelt den, beziehungsweise nimmt vielleicht noch Teile aus diesem Scooter hinaus und verwertet den in den restlichen Flottenteilen. Kommt natürlich an jedem zugute, ist ein Plus. Und die restlichen Recyclingkosten werden von Bullride übernommen. Ergo hast du da keine zusätzlichen Kosten. Oder er sagt, ja, Mensch, wie ist denn der Roller noch? Und da bekommst du vielleicht das Feedback, ja, der ist eigentlich noch fahrbereit, der ist noch ganz, ja, ganz gut tauglich, natürlich nur noch für den Privatbereich. Dann kann der auch umgebaut werden. Dann könnt ihr euch den selbst abholen da oben, je nachdem, Schweden, Finnland, wo ihr wollt. Oder könnt ihn auch entsprechend verschiffen lassen und könnt ihn euch ja, nach Hause schicken lassen. Auch das wäre ein Szenario. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, ich habe einen Roller gekauft. Ihr könnt diesen Roller auch wieder, sobald er eingebucht ist, auch wirklich da ist physisch, könnt ihr den auf dem Zweitmarkt ohne Einschränkungen Stand jetzt verkaufen. Wenn ihr jetzt natürlich da totale Mondpreise verlangt, wird es natürlich schwierig mit dem Käufer zu finden, dann bleibt das Ding natürlich liegen und er kriegt es nicht weg. Was allerdings kommen wird, das wurde auch schon angekündigt, das soll es wohl in Zukunft Gebühren geben. Natürlich sind Transaktionskosten, die sollen allerdings nur gedeckt werden. Auch da soll es keine, ich mache mir die Taschen voll, von seitens Bullride geben. Hier geht es wirklich nur um die Kostendeckung. Das passt. So, jetzt nimmt sich ja jemand meinen Scooter, genau meinen Scooter, und es tritt ein Defekt auf an den Bremsen. Ein Unfall passiert, bin ich für Personen oder auch Sachschäden verantwortlich? Kommen da für mich irgendwelche Haftungsgeschichten zu? Nein, Gott sei Dank nicht. Hier ist es einfach so, dass es dann, wenn über den Anbieter entsprechend versichert, oftmals gibt es das sogar gar nicht, wo es dann wirklich verpflichtend auch ist, hat der Anbieter entsprechende Versicherung und kann das in dem Bereich entsprechend klären. Ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Autohaus gehe und mir ein Auto lease und mit dem geleasten Auto habe ich einen Bremsendefekt, ob das jetzt verschuldet ist oder nicht, hol die Oma vom Bordstein, Gottes Willen, ja, ist keine Aufforderung, sowas zu tun, dann ist eben auch nicht das Autohaus als Bereitsteller quasi hier verantwortlich. Höchstens dann vielleicht nochmal der Fahrer, aber das ist ein anderes Thema, betrifft uns in dem Fall nicht, können wir einen Haken drunter machen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz noch einmal den Account an und dann belassen was dabei, sonst wird es zu viel Input. So, und dann sind wir auch hier auf der Webseite von Bullride. Hier haben wir es nochmal, also 272 Investoren gibt es mittlerweile, 3 ja, verfügbare Märkte. Das sind eben für die 3 Länder, wo ich ja gesagt habe. Und mittlerweile gibt es 11 Orders, die da ausgeführt wurden. Und hier auch nochmal so die grobe Schätzung, was denn tatsächlich an Einkommen pro Jahr in etwa generiert wird. Ne? Website könnt ihr euch einfach mal anschauen, also das ist kein Problem. Und das ist jetzt auch tatsächlich die Bestellung, die ich jetzt letztens da mitgemacht habe und auch tatsächlich 4 Roller bekommen habe. Klar, die kommen aus China, ne, sind voll finanziert jetzt hier, werden nach Schweden entsprechend dann gebracht zu einem Preis von 1.100 Euro pro Roller und werden dann in die Flotte von Swift Sweden integriert und sollen 30% Revenue bzw. Zinseinnahmen bringen. Dann bin ich schon mal gespannt und ja, die Flotte gibt es jetzt mittlerweile schon seit April. 90 Scooter sind da dabei. Und hier nochmal so ein paar technische Spezifikationen vom Roller. Das wäre dann das Dashboard und da sehen wir es eben, 4 Roller sind jetzt drin. Und hier wird es dann später die Earnings geben.
was dann so pro Tag anfällt, schön mit Chart und so, wird auch anscheinend ja, minütlich quasi aktualisiert. Da kannst du dann den ganzen Tag da draufklicken, kannst gucken, wie es denn mehr wird, wer es denn gern möchte. Und ja, vielleicht auch hier nochmal dann die örtlichen Infos, wo denn tatsächlich der Roller ungefähr unterwegs ist, in welcher Stadt. Ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, belassen wir es dabei, sonst wird das Video wieder riesenlang. Falls ihr Fragen habt, gerne natürlich in die Kommentare. Wenn ich es denn beantworten kann, mache ich das ganz gerne. Ansonsten halte ich euch natürlich bei diesem Investment auf dem Laufenden, was da tatsächlich vor sich geht. Ich bin absolut gespannt, freue mich auf diese neue Art des Investierens und wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen, bis bald. Bye, bye.